Hallo Freunde, Uli hier. Ich habe gerade Post bekommen, Post von München. Und ja, jetzt machen wir doch gleich mal ein Unboxing. So, ich nehme euch jetzt mal hier mit runter auf den Ups. Da ist jetzt irgendwie ein bisschen laut. So, jetzt. Also, Post vom Robert Kraus München. Robert kennt ihr schon. Ich habe mit ihm zusammen, oder wir haben gemeinsam die Slidekeeper aus Leder entwickelt. Und er macht die. Er ist der Ledermann. Und er hat mir jetzt hier offensichtlich was gepackt. Und ja, ihr seht, ich brauche auch eine Brille, um mir möglichst wenig in die Finger zu schneiden. Und dann schauen wir mal, was in dem Päckchen drin ist. Mensch, da hat er es aber gut gemeint hier mit Panzertape. So. Okay. Ich denke, man kann das gut. Ah, guckt mal, wie schön. Also, hier mal ganz wichtig: seine Visitenkarten. Also, wenn ihr demnächst bei eurer Slide-Bestellung oder Plektren oder was auch immer so eine Visitenkarte drin habt, das sind die Visitenkarten vom Robert Kraus in München. Und wie gesagt, er ist der Ledermann, er macht die Slidekeeper. So, das heißt, ab sofort gibt es bei mir auch Slidekeeper. Ich komme jetzt hier mal etwas näher und zeige euch die Jungs. Ein ordentlicher Holzboden drin. Schöne Gürtellasche. So, wenn es jetzt in diesem Hause noch einen Slide geben würde. Wie habe ich mich super vorbereitet auf dieses Video? So. Hier wird auch nichts geschnitten. Zack, und schon habt ihr den Slide direkt immer geil am Mann. Finger rein, zieht wie ein Cowboy, aber zu der Handhabung von dem Slidekeeper, da mache ich noch ein kleines Extra-Video. Jetzt einfach nur mal ein Unboxing. Hier haben wir auf jeden Fall ein wunderbares Braun. Gehen wir noch ein bisschen her. Hier hat es ein paar Deko-Löcher drin. Dann einmal in rötlichem Leder, auch sehr schön. Und wichtig ist, dass wenn ihr den Slidekeeper am Gürtel habt, der Slide sich bewegen kann. Weil wenn ihr auf der Bühne steht oder in einer Jam seid, dann wollt ihr nicht ewig den Slide da rauspobeln, sondern ihr fahrt von oben mit dem Finger rein. Zack, und das Slide ist auf dem Finger und die Spielerei geht los. So, und dann haben wir hier noch einen. Der sieht so aus. So, das sind die Einstiegsmodelle. Die werden 38 Euro kosten. Der gleiche Preis wie bei ihm auch. Da machen wir nicht irgendwie rum. Und das mache ich für den Robert. Also, wenn ihr zukünftig ein Slide von mir braucht, wollt, haben, müsst, wie auch immer, dann kann es durchaus sein, dass ich euch auch frage, ob ihr auf so einen Slidekeeper auch haben wollt. Aktuell gibt es diese drei Modelle. Hier nochmal jetzt in der Übersicht.
So. So. Was jetzt natürlich bei den Slidekeepern noch fehlt, ist deine individuelle Patina. Ach ja, wenn euch die Slidekeeper vielleicht zu einfach sind oder ihr individuelle Wünsche habt, natürlich kann das der Robert für euch realisieren. Ich werde unten einen Link machen, wo ihr dann zum Robert weitergeführt werdet. Jo, mein Equipment ist jetzt hier nicht so prima. Hey, wir kriegen das hin. Ist doch überhaupt kein Thema. Es geht hier um ein Hobby. Wir haben Spaß dabei. Okay, das war das Unboxing-Video von den Slidekeepern. Der Hersteller Robert Kraus, München. Ich war mit der Idee und mit der Umsetzung im Hintergrund ein bisschen beteiligt. Und ich würde sagen, das ist ein toller Handwerkskollege. Es spricht nichts dagegen, dass wir den Robert unterstützen. In diesem Sinne, vielen Dank für deine oder eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao!